Diese beiden Herren dürfen sich gratulieren. Sie waren die fleißigsten am Kabinettstisch. Arbeitsminister Heil von der SPD und Innenminister Seehofer von der CSU haben die meisten Vorhaben umgesetzt. Überhaupt ist die Große Koalition besser als ihr Ruf. Das bestätigt eine Studie der Bertelsmann Stiftung. So wurde erstmals in Deutschland ein Fachkräftezuwanderungsgesetz verabschiedet. Die Mietpreisbremse wurde verschärft. Das lange umstrittene Klimaschutzgesetz ist auf den Weg gebracht. Der versprochene Breitbandausbau steckt in den Genehmigungsverfahren. Strittig bleibt die Grundrente. Der Arbeitsminister will sie ohne Bedürftigkeitsprüfung. Die Union pocht auf den Koalitionsvertrag. Da steht sie drin. Eine Lösung ist nicht in Sicht. Das schade der Großen Koalition, so Politikwissenschaftler. Es geht in einer Demokratie um unterschiedliche inhaltliche Angebote. Ab einem gewissen Zeitpunkt aber erwartet der Wähler nicht mehr den Streit, sondern den Kompromiss. Und wenn dieser nicht stattfindet, wenn sich die Koalitionäre nicht einigen, dann straft der Wähler die Politik ab. Ein Beispiel: Seehofers sogenannter Masterplan provoziert vor gut einem Jahr einen Richtungsstreit in der Asylpolitik. Das stellt die Union vor eine Zerreißprobe und kratzt am Image der Koalition. Dabei hat Schwarz-Rot viele Versprechen schon eingelöst. 43% sind voll erfüllt, 4% teilweise, 14% sind angeschoben, 39% noch offen. Die SPD konnte von 73 Wahlversprechen 33 umsetzen, CDU und CSU von 32 14. Doch der Erfolg kommt beim Wähler nicht an. Die Große Koalition präsentiert sich eigentlich wie ein zerstrittenes Ehepaar. Die Scheidung hängt immer in der Luft. Vor allem von Seiten der SPD betrieben. Was schade ist, weil die Große Koalition wirklich große Themen auch angegangen hat und Erfolge aufzuweisen hat. Die Sozialdemokraten sind 2018 nur widerwillig auf die Regierungsbank gerückt. Ob sie hier sitzen bleiben, hängt auch von der neuen Parteispitze ab. Die wird im November gewählt. Ja, deswegen kommt diese Halbzeitbilanz eine ganz besondere Bedeutung zu. Sprechen wir noch mal genauer drüber mit Daniel Pokraka in unserem Hauptstadtstudio. Daniel, da wurde also doch mehr erreicht, als mancher von uns vielleicht erst mal denken mag. Also ist die Große Koalition tatsächlich besser als ihr Ruf? Also wenn man das rein quantitativ betrifft, bestimmt. Also wir haben die Zahlen gesehen, die sind von der Bertelsmann Stiftung ja wirklich wissenschaftlich fundiert erhoben und dann zusammengerechnet worden. Wir müssen aber mal qualitativ schauen. Wenn da steht, die Mietpreisbremse ist verschärft, ja, das war so geplant. Wenn da steht, das Klimaschutzgesetz, das es lange geben sollte, ist jetzt auf dem Weg und wird nachher und nachher in Einzelheiten, in Einzelbeschlüssen dann nochmal konkret beschlossen. Da kann man sagen, ja, ist ein Erfolg, dass das beschlossen ist. Aber vielleicht werden die einen oder anderen auch sagen, mir kommt es auch schon darauf an, was da drin steht. Also die qualitative Frage. Und die beantwortet natürlich keine Studie, sondern das muss dann jeder Wähler für sich entscheiden. Und da sind die Leute im Moment tatsächlich anders gelaunt, möchte ich mal sagen, als es die Wissenschaftler sind. Wenn wir auf den zurückliegenden Deutschlandtrend gucken von der ARD, von Infratest, DIMAP, da sagt ja nur ein Drittel der Leute, ja, ich bin zufrieden mit der Arbeit dieser Regierung oder sogar sehr zufrieden. Und zwei Drittel sagen, nein, ich bin unzufrieden oder weniger zufrieden. Und das, obwohl eben viele Vorhaben tatsächlich durchgesetzt wurden oder andersrum, nur 4 von 10 aus dem Koalitionsvertrag wurden noch nicht umgesetzt. Wenn diese Koalition bis zum Ende besteht, würde sie das auch noch schaffen oder hat sie ihr Pulver quasi schon verschossen? Also eine Regierung, diese Regierung wird weiter arbeiten und sie wird versuchen, das, was noch möglich ist, aus diesem Koalitionsvertrag, was man ja eben schon als Kompromiss da reingeschrieben hat, auch weiter umzusetzen. Das größte Vorhaben, der größte Brocken ist jetzt in nächster Zeit, denke ich, die Grundrente. Da laufen Gespräche, da ist man ja tatsächlich grundsätzlich noch ein bisschen unentschieden, weil die SPD sagt, wir wollen da großzügiger sein. Wir möchten, dass die Leute, die berechtigt sind, eine Grundrente zu beziehen, so wie wir sie künftig ausgestalten, dass die Leute da nicht komplett ihre Vermögensverhältnisse offenlegen müssen und wirklich nachweisen müssen, dass sie diese Grundrente auch brauchen. Die Union pocht da eigentlich darauf, dass man sagt, nein, wer diese Grundrente beziehen will, der muss auch wirklich bedürftig sein und das auch zeigen. Da läuft die Konfliktlinie, aber da sieht es im Moment schon so aus, als ob man da einen Kompromiss, eine Linie finden könnte, wo man sagt, da können beide Seiten wirklich gesichtswahrend mit rauskommen.
haben. Also die Regierung regiert weiter, sie arbeitet diesen Koalitionsvertrag weiter ab und sie muss natürlich weiter auf äußere Einflüsse auch reagieren. Also langweilig wird dieser Regierung nicht. Also rein technisch, wenn gewünscht, wird diese Regierung weitermachen können. Ja, wenn sie denn weitermacht. Für die SPD ist diese Halbzeitbilanz ja nicht weniger als die Grundlage für die Entscheidung, ob sie diese große Koalition überhaupt fortsetzen möchte. Wie sind da jetzt die weiteren Schritte? Ja, bei der SPD geht es jetzt so weiter. Die Mitglieder haben jetzt ja die Gelegenheit, abzustimmen. Welches Duo soll die Partei in die Zukunft führen? Da gibt es mehrere Vorschläge. Wenn es da im Oktober, und das könnte durchaus passieren, kein Duo gibt, das sich da wirklich mit 50% Mehrheit durchsetzt, dann wird es noch eine Stichwahl geben. Die wird es dann im November geben. Und Ende November sollten wir dann wissen, für welches Duo sich die SPD entschieden hat. Und davon hängt es natürlich ganz entscheidend ab, wie es bei der SPD weitergeht. Wir wissen vom Duo Karl Lauterbach, Nina Scheer, dass die eigentlich sagen, also wenn wir gewinnen, wollen wir eigentlich aus dieser großen Koalition raus. Bei den anderen Duos ist das ja nicht so ganz klar, aber vor allen Dingen gibt es Klarheit, zum Beispiel beim Duo Olaf Scholz, Clara Geiwitz. Also eine Stimme für dieses Duo ist eigentlich gleichbedeutend mit der Ansage, wir möchten in der großen Koalition bleiben. Und letztlich hängt es davon ab, wer wird künftig an der Spitze stehen, wen wählt die SPD an die Spitze und ob die SPD dann tatsächlich weitermacht oder rausgehen möchte. Ja, nun hängt die Große Koalition erstmal in der Schwebe, weil eben noch keine Entscheidung da ist. Daniel, ganz kurz noch, lässt sich unter diesen Bedingungen überhaupt ordentliche Regierungsarbeit machen? Das haben wir ja im Prinzip in den vergangenen 2 Jahren kaum anders erlebt. Wenn wir mal zurückdenken, beide Parteien und vor allen Dingen die SPD wollten nicht unbedingt in diese Regierung. Das ist letztlich eine Art Unfall gewesen, weil die Jamaika-Koalition nicht geklappt hat, dass die SPD sich nach sehr langem Ringen dann dafür entschieden hat, doch noch mal reinzugehen. Und deswegen hat man ja auch diese Klausel da reingeschrieben in den Koalitionsvertrag. Wir schauen nach 2 Jahren, ob wir diese Koalition noch wollen. Und man hat immer unter der Prämisse regiert, wir wollen das eigentlich nicht mehr, sondern eigentlich sollen große Koalitionen nur die Ausnahme sein. Also, es hat rein quantitativ, wir haben es anfangs besprochen, ganz gut funktioniert. Die Regierung hat regiert, sie hat einige Punkte, auch wichtige Punkte und große Punkte angeschoben oder umgesetzt. Ob es dann jetzt weitergeht, das entscheiden tatsächlich SPD und CDU und CSU, wie es für sie auch strategisch das Richtige ist. Daniel Pokacka, vielen Dank nach Berlin.